vertraut für den Maßnahmen ist, alles, was sie sehen, auch zu filmen. Ganz wenigen Veränderungen, also da ist nichts Besonderes dran. Die haben ein tolles Beispiel, wo die Technik funktioniert und wir das Personal ausgebildet haben. Wenn die Lage sich in Europa wieder verbessert, sind wir noch an Weihnachten in der Lage loszufahren. Diese Maschine, gemeinsam mit der rumänischen Maschine, sind die einzigen beiden Plattformen, die den Vertrag offener Himmel in die Zukunft bringen. Eine Mission dauert circa eine Woche. Das heißt, wir können hier wunderbar dieses Mittel anbieten, auch für andere Nationen. Die kann auch angemietet werden. Insofern reicht das zunächst mal aus. Ja, das ist der eigentliche Zugang in den hinteren Kameraraum. Das ist eine Kamera im sichtbaren Lichtbereich, rot-grün-blau, also Farbbilder. Und eine Kamera im Nahinfrarotbereich. Hinten, das sind zwei RGB-Farbbildkameras. Sie sehen hier diese ganzen Nieten. Hier wurde ein großes Stück rausgelöst aus dem Flugzeug und es musste nachher mit 1200 Nieten wieder stabilisiert werden. Eine Engineering-Höchstleistung tatsächlich, die viel Erfahrung bedurfte. Das Flugzeug ist ja maximal auf Economy getrimmt worden durch Airbus und nicht dafür gedacht, dass man große Löcher in die Zelle einschneidet, was die Stabilität ja nachhaltig stört. Ein Riesenprodukt. Und wie es in Europa üblich ist, wir mussten hier Schlagtests durchstehen, um eine Zertifizierbarkeit des Glases für einen Einsatz im Flugzeug zu gewährleisten. Ansonsten sind das handelsübliche Digitalkameras mit entsprechend hochwertiger Optik. Economy Plus Sitze bezeichnet die Zugbereitschaft, die Sitze hier. Und hier gibt es halt die Möglichkeit, diese drei Sitzreihen rauszunehmen. Und dann kommen zwei von diesen Intensivpatiententransportstationen hier rein. Die werden dann da hinten, wo die Klappen sind an der Seite, da werden die angeschlossen mit Sauerstoff versorgt und Strom und so weiter. Dann können wir mit dem Flugzeug auch Medivac einsetzen. Hier an dem Tisch saß dann halt der georgische Vertreter mit seinen Leuten, genauso wie an den Sensorbedienstationen. Vertrauen und Transparenz ist der Kern und Rüstungskontrolle. Das heißt, wir haben einen Vertrag geschlossen mit diesen Nationen. Wir können denen in die Karten schauen und die können uns in die Karten schauen. Da gibt es eine klare Basis und somit können wir dort fliegen, können Aufnahmen machen und das dient letztendlich der Vertrauensbildung hier in Europa. Ich habe hier mal eine exemplarische Route draufgeladen, die einfach nur verdeutlichen soll, wie so eine Mission ablaufen könnte. Also hier haben wir quasi einen Rundflug, sage ich mal, rund um Köln. Und was Sie hier sehen, ist das, was dann jeder an Bord während des Fluges sehen kann. Auch von den Plätzen aus kann man jeweils auf diesen Monitoren jeweils immer sehen, wo wir uns gerade befinden und in welcher Flugphase wir sind und ob die Kamera an ist oder aus ist. Das ist ganz wichtig für den beobachteten Start, dass er weiß, wann die Kamera läuft. Das trägt er nämlich mit und versucht das daher dann genau auf dem Missionsreport wiederzufinden, dass dort keine Unstimmigkeiten entstehen. Die verschiedenen Farben hier in diesen Klammern sagen nichts anderes aus, als dass wir jeweils für eine Kamera eine andere Farbe haben, von der Höhe her, tief, Mitte und hoch. Dann weiß man also quasi, welche Kamera man hier einsetzen möchte. Das wird auch nochmal hier am Rand dargestellt, welche Kamera man überhaupt einsetzen möchte. Und in diesem Fall sieht man hier an den Lichtern, rot bedeutet, die Kamera hat Strom, ist aber nicht in Betrieb. Und grün, wie jetzt angezeigt ist, heißt, die Kamera ist jetzt im Moment im Betrieb und macht jetzt im Moment auch Bilder. Und das sieht man da drüben auf dem Display. Da ist nämlich einer schon gerade unten durchgelaufen. Und dann sieht man das quasi in Echtzeit auf dem Monitor und kann das Bild auch theoretisch während des Fluges nicht analysieren, aber zumindest sehen, ob man das getroffen hat, was man sehen wollte, was man sich also vorgenommen hatte, was man filmen wollte. Ja, das ist schon angesprochen, von diesen beiden Plätzen wird die Mission geführt und von den beiden Plätzen vorne, links und rechts, werden die Kameras bedient. Der Sensoriker ist natürlich nicht ganz unwichtig, weil er die Kamera auch während des Betriebes einstellen kann, verstellen kann. Er muss reagieren auf verschiedene Belichtungswerte, auf verschiedene
Lichtverhältnisse und kann das dann manuell nachsteuern, sodass wir hoffentlich immer ein bestmögliches Ergebnis erzielen. Kann man oben links in der Ecke erkennen, ein Histogramm. Und anhand von dem Histogramm kann man dann die Qualität beurteilen und dann entsprechend nachjustieren ganz einfach. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Sensorbedieners während dem Flug, also während dem Kameraeinsatz. Zusätzlich zu erwähnen wäre noch, wir haben eine Videokamera an Bord, die ist vorne in der Nase verbaut und das Bild wird auf dem Display oben links und da oben rechts angezeigt. Der Sinn und Zweck davon ist, die Kamera zeichnet nichts auf, sondern sie gibt uns nur im Flugzeug die Gelegenheit zu schauen, was etwa eine Minute voraus während des Fluges für eine Wetterbedingung herrscht, beziehungsweise ob ich vielleicht da schon erkennen kann, den Flugplatz, den ich jetzt aufnehmen möchte, den kann ich da schon sehen. Ich bin mir also sicher, das Wetter ist gut genug, dieses Kamera-Event durchzuführen. Und es gibt uns eigentlich Bewusstsein, dass das Wetter voraus genau das ist, was wir erwarten. Natürlich könnte man auch noch links und rechts rausschauen, das ist klar, aber nach vorne raus ist dann doch eher die bessere Möglichkeit. Das ist alles so aufgebaut, dass es auch für den jeweils beobachteten Vertragsstaat alles nachvollziehbar ist. Alles nachvollziehbar beschriftet, auch die Führung der Leitung ist derart nachvollziehbar, dass zum Beispiel alle Leitungen, die in irgendeiner Form mit dem Kamerasystem zu tun haben, mit roten Kabelbindern durch das ganze Flugzeug gezogen sind, sodass an jedem Punkt immer klar ist, das ist ein Kabel, das hat mit dem Kamerasystem zu tun und das wird überprüft, wenn wir dieses Flugzeug mitnehmen auf dem Beobachtungsflug und dann im Rahmen der Vorfluginspektion das Flugzeug begutachtet wird und festgestellt wird, ob es noch dem zertifizierten Stand entspricht. Dazu gibt es überall im Flugzeug Klappen, wo ich auf die Elektronik gucken kann, ob hier hinter den Monitoren alle Leitungen immer sauber verlegt, alles nachvollziehbar. Und das Gleiche natürlich unten im Flugzeug in den Laderäumen, wo die Kameras verbaut sind auch. Auch hier in der Kabine gibt es Abdeckungen, die ich abnehmen kann, wo ich mit Endoskopen reingehen kann und dann entsprechend Kabelverläufe nachvollziehen kann. Wir machen das miteinander. Und wer mit uns fliegen möchte, ist jederzeit immer eingeladen, genauso wie wir auch Personal in andere Missionen schicken. Das ist, glaube ich, ein Trumpf der europäischen vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die kann man nur von hier einschalten. Hier muss dieser Deckel geöffnet werden. Das heißt, wir stellen damit sicher, dass wir auf dem Transitflug von unserem Heimatstandort Köln in unser beobachtetes Vertragsstaatgebiet, Georgien in diesem Falle, sicherstellen auf dem Transit, dass diese Kamera nicht eingeschaltet war. Nach der Landung wird diese Klappe aufgemacht und der beobachtete Vertragsstaat kann sich überzeugen, dass das immer noch in off ist. Gleiches gilt für die Sensoren an sich. Wie garantieren wir, dass diese auf dem Transit in das Einsatzland verschlossen sind? Hier sind Deckel montiert, die nur von außen abzuschrauben sind. Auch nach der Landung in dem jeweiligen Einsatzland kommt ein Vertreter des beobachteten Staates und kontrolliert als erstes, sind die Deckel drauf und nur für den Beobachtungsflug werden diese abgebaut, um dann entsprechend die Aufnahmen machen zu können. Das ist eine maximale Transparenz, keine Jalousie, die auf und zu fährt im Fluge, sondern hier muss man physisch von außen diese Deckel abschrauben. Durch diese kleine aerodynamische Kante wird ein Air Curtain erzeugt, der dafür sorgt, dass das Bugfahrwerk sozusagen diese Gläser nicht belastet. Hier verbaut sehen Sie die hohe Kamera des elektrooptischen Sensors, insgesamt 6 Kameraköpfe, 3 Nahinfrarot- und 3 RGB-Sensoren. Hier, wir hatten auch über die Zukunftsperspektive gesprochen, ein Germaniumfenster, Sie können nicht durchgucken, das ist ein thermisch durchlässiges Glas. Hier wird später dieser Infrarotsensor einzubauen sein, um thermisches Infrarot nutzen zu können. Das gibt uns eine bessere Möglichkeit der Sensorfunktion, denn auf dem Infrarotbild kann ich natürlich noch zusätzliche Informationen rausholen, die ich auf dem optischen Bild nicht sehe. Mit den 6 Kameraköpfen, dreimal RGB, dreimal hier. Dieses verbaut auf der sogenannten Mount, die dafür da ist, um halt die Kamera stabil zu halten im Flug, was Rollen, Nicken, Gieren und auch Querbewegungen angeht. Hier oben haben wir den Airdryer, der warme, trockene Luft auf die Kamerafenster bläst, damit diese immer frei bleiben vom Beschlag. Und die 4 Power Protection Units, die nur dafür da sind, dann auf jeden Fall abschaltet und nicht, dass es dann hier zu Qualm oder Funken kommt. Meine Auftraggeber sitzen in Berlin. Federführend ist das Auswärtige Amt. Über das Verteidigungsministerium bekomme ich meine Weisungen und Aufträge.
aber ich muss diese ja übersetzen an meine Soldaten und Soldatinnen. Und deshalb bin ich genau in dieser Zwischenjarnierfunktion, zwischen Diplomatie und Truppenführung. 8 Kilometer Streifenbreite mal 4000 Kilometer. Was das und mit einer Überlappung von 70%, was das für ein Bildmaterial und Datenmaterial, das muss irgendjemand sichten und auswerten. Das Betriebssystem wird aufgespielt, auch das wird in dieser Anlage dann dargestellt. Die Daten kommen im gelben Koffer, der wird plombiert. Der Beobachter der Vertragsstadt trägt diesen Koffer zu unserem Flugzeug. In unserem Beisein wird der Koffer geöffnet. Wir legen die Datenträger in die Kameras ein. Anschließend wird der Beobachterflug durchgeführt und nach dem Flug das gleiche Prozedere wieder. Gemeinsam Beobachter und Beobachtung der Vertragsstadt entnehmen die Datenträger aus den Kameras, legen sie wieder in den gelben Koffer. Der Koffer wird wieder plombiert, versiegelt und wird dann zu dieser MTDS zurückgeführt, wo dann die Daten prozessiert werden und das vereinbarte Open Skies Data Exchange Format. Es sind zwei Dinge. Zunächst, wenn wir eine Mission durchführen, haben wir den Partner mit an Bord. Das heißt, sowohl die Nation, die wir inspizieren, als auch wir bekommen jeweils eine Kopie desselben Kartensatzes. Alle anderen Nationen, die Vertragspartner, die 32, haben das Recht, diesen Kartensatz käuflich zu erwerben. Das können sie tun, dann übergeben wir diese Festplatten und dann ist jede Nation für sich selbst verantwortlich, was sie mit diesen offenen Karten macht. Es sind nicht irgendwelche Drittstaaten, wo die Karten auf einem schwarzen Markt verkauft werden.